Warum es sich lohnt, die April-Ausgabe des Magazins Tischtennis zu lesen? Inside Tischtennis weiß Bescheid. Diesmal bildet die Deutsche Meisterschaft in Nürnberg einen Schwerpunkt. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit den Titelverteidigern Sabine Winter und Deng Qiu, sondern zum Beispiel auch mit Cedric Meissner, der mit Einzelbronze und Mixed Gold auf sich aufmerksam machte und der nächste junge Deutsche auf dem Weg in die Weltspitze sein könnte. Außerdem nehmen wir natürlich das nervenaufreibende Champions-League-Finale genau unter die Lupe, in dem sich Saarbrücken erstmals den Titel sicherte. Und schauen uns an, wie es unser Spieler des Monats, Ricardo Walter, geschafft hat, in der TTBL 14 Einzel in Serie zu gewinnen. Wer sich mehr für den Amateursport interessiert, darf sich auf eine Geschichte über Vereine freuen, die nur mit einer einzigen Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen und zum Teil von Jahr zu Jahr ums Überleben kämpfen. Außerdem hat die April-Ausgabe gute Tipps gegen Wettkampfangst sowie echte Hingucker im Schuhtest zu bieten. Die April-Ausgabe von Tischtennis kann man auf unserer Magazin-Webseite bestellen. Viel Spaß beim Lesen!